Das? Eine Tigerin. Wow. Eine Wildkatze. Hallo. Wow. Wie heißt du denn? Ich bin die Silvia. Ich komme aus Berlin-Neukölln und bin und bin bald 69. Nein. What? Wow, Silvia. Sieht man nicht, Silvia. Nee. Nein. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Silvia, du stehst mit so einer Selbstverständlichkeit auf der Bühne. Machst du das beruflich? So halb, ne? Ja. Also ich kann von der Musik nicht leben. Das wusste ich schon damals, als ich angefangen habe damit. Okay. Ich bin Illustratorin. Ich zeichne viel für Bücher und Puzzle und Dinosaurier und so weiter. Dinosaurier. Ja, mega. Wahnsinn. Es ist ja nicht einfach, so eine Nummer zu singen. Es ist ja sehr viel Text, sehr viel Rhythmus drin und du hast das sehr, sehr gut gemacht. Ich würde sehr gerne so eine Bonnie Riot-Nummer von dir hören, wo du ein bisschen längere Töne singst. Yeah. So, das wäre auch spannend. Gerne, für dich sowieso, klar. Okay. Oh oh. Du bist auch geflasht. Absolut. Und vor allem geil, dass du mal ein bisschen Rock'n'Roll auf die Bühne bringst, ne? Hast du nicht Bock auf zwei Typen, die mit dir ein bisschen Rock'n'Roll machen hier, aber Basti? Immer. Ja? Ja, 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 ja. Wir immer. Hätten hier so eine... Aber das ist jetzt noch keine Entscheidung, ne? Ich will. Nur Antwort auf deine Frage, ne? Wir wollen uns langsam ran, aber... Okay, mal sehen, wie weit der Charme ausreicht. Ich hätte ein bisschen Charme zu bieten. Wie wär's, wenn wir zusammen mal so irgendwas von Creedence Clearwater Revival singen? Also so Proud Mary oder sowas, ja? Okay. Komm, das machen wir doch, oder? Hallo Silvia. Hey. Grüß dich. Strophe in D. Left a good job in the city. Ach, das Ding. Okay, machst du erste Strophe? Und dann? Die Bossosse, die reden immer von Rock, aber die machen eigentlich Country und Cowboys und Ponyreiten und so ja. Sachen. Und wenn du ein bisschen abrocken willst, aber in der guten alten Schule, jetzt nicht hier dieses neue Zeugs, sondern the good old stuff. Ja, ich weiß, so, was du meinst, ja. Ne? Alright, boys. Okay. Lift a good job in the city. Rolling, 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 rolling.
gemacht. Hab ich doch gesagt. War nicht schlecht, Penny. War nicht schlecht. Silvia war besser, aber du warst auch nicht schlecht. Nein, es war eine tolle Show. Cool, das war geil. Ihr zwei. Ja, setz dich. Weißt du was, ich komme mal zu dir. Ich bin ja irgendwie... Du bist ja, ein bisschen neutral. Ich voll Idiot, bin ja außer Konkurrenz. Ich kann das jetzt also noch setz weniger glauben als an vorher. Meine Seite. Ich blöd, Mann, Entschuldigung. Oh ja, ich verzeihe dir. Danke. Also Silvia, du bist auf jeden Fall eine super coole Frau, wirklich. Und insofern, wir hätten dich, glaube ich, alle sehr gerne, vor allem, weil du sehr außergewöhnlich hier bist. Wow, danke. Danke. Und noch eins, ne? Es geht ja nicht darum, wer hier wie dich ansingt, sondern es geht darum, es geht um dich. Du bist hierher gekommen, du hast dich hier beworben, weil du Bock hattest, weil du was drauf hast. Und nicht der Coach alleine macht nachher den Sieger von The Voice Szene, sondern das Talent selbst. Und du hast das und da hätten wir Bock drauf. Und jetzt kommst du. Das hört sich gut an. Silvia, du kannst es mit dem Bauch entscheiden, du kannst es mit dem Kopf entscheiden, aber ich glaube, die besten Entscheidungen sind die Herzensentscheidungen. Was sagt dein Herz? Mein Herz. Doppelherz hier. Yeah. Wow. Präsentiert The Voice Senior. Ja, so, jetzt muss ich aber mal langsam mein Herz befragen. Mein Bauch. Ja, du hast mich überzeugt. Lass mich nicht los! Super geil! Ladies and gentlemen!